Lissabon kam es zu einem schweren Zwischenfall. Eine U-Bahn ist an der Station Lissabon-Rathaus entgleist und hat dabei erheblichen Schaden angerichtet. Es besteht Einsturzgefahr. Alle Einsatzkräfte begeben sich umgehend dorthin. Florian 2 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Leg mal einen Gang zu. Das muss schneller gehen. Leg mal einen Gang zu. Das muss schneller gehen. Ich weiß gar nicht, welches Auto ich nehmen muss, verdammte Scheiße schon wieder. Kommt, leg mal einen Zahn zu. Kommt, wir wollen hier nicht auf Rente gehen. Das muss schnell. Ah, das Auto, sag das doch gleich, ja. Wir rolling! Ja moin ihr Lieben, wir sind in der nächsten Folge. Mal gucken, wie lange wir die überleben. Weil ich hatte nämlich gerade ein Problem, ich habe nämlich nicht das richtige Auto gefunden. So, jetzt irgendwie war da irgendwie ein Zwischenfall in der U-Bahn. Und mal eben kurz zur Information nach Raffel 98. Der Raphael ist jetzt nicht mehr im Auto. Der war ja ein bisschen müde. Und nun wollen wir mal gucken, ob wir das mit der U-Bahn auf die Reihe kriegen. So, laden. Der Spielstand wurde gespeichert. Ja. Ich bin heiser. Ich weiß auch Bescheid. Genau. Meine Güte, was hier wieder los ist. Ach, du bist schon wieder im Auto. Ach, Tata, ich sollte dich eigentlich im Wald raussetzen. Weißt du das eigentlich? Hier, die kleine Annabelle sagt das. Ich soll dich einfach mal rausschmeißen. Einfach im Wald anhalten und dich rauswerfen und alleine weiterfahren. Weißt du? So, ja, genau. Mann, das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Genau, du bist auch nur am Meckern. Aber ich weiß auch, wie du heißt. Du hast nämlich einen Namen. Du bist die Elfriede. Richtig? Du bist von Dominik, die Freundin. Die Elfriede. Hey, ein Gequalm, Madame. Wir sehen schon den Rauch. Zugalarm, wir sehen den Rauch. Zugalarm, wir sehen den Rauch. Zugalarm. Florian 2 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. Finde ich sehr gut, dass das gute Arbeit war. Was erwartest du denn hier? Hm? So, eine Viertelstunde haben wir. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie das klappen soll. So, wir machen erstmal auf jeden Fall Atemschutz. So gehen wir da nicht runter ohne Atemschutz, ne? Ja, geh du mal mit deinem Schraubenschlüssel durch die Gegend. Genau. So, Atemschutz. Und ohne Atemschutz arbeiten wir hier nicht, ne? Ein bisschen gefährlich. Dann gucken wir uns mal die Sachlage da unten mal an. Was da so los ist. Viel Qualm. Hier ist es schwarz. Wie die Nacht. Dann machen wir uns mal ein bisschen Licht. Dann gehen wir mal hier runter und schauen. Also hier sollten wir uns vorsichtig bewegen. Hier brennt es auch schon. Hilfe! Oh, die ersten schreien hier schon um Hilfe. Ah, dann gucken wir mal, was so los ist. Wenn diese Fliegen hier nicht wären, ja, dann wäre ich auch schon mal begeistert. Ja, sofort.
Ja. Hier drüben! Hier drüben! Die Frage ist, wie sehen wir besser, ne? Sollen wir das F mal ausmachen, aber dann besser sehen? Hier drüben! Okay. Wir machen uns jetzt erstmal einen Weg. Das wäre sinnvoll. Wir machen uns einen Weg. Einen Weg, einen Weg, einen Weg, einen Weg. Hilfe! Scheiße, das wird irgendwo heiß. Ich frage mich noch nicht ganz so wo, aber... Warum wird das da schon wieder heiß? Irgendwo wird es immer heiß, wenn ich da vorbeigehen will. Oh, diese Fliegen machen mich hier irre. Liebe Leute, guckt mit, wo es heiß werden könnte. Ihr könntet mir sehr helfen, ne? Die Scheiße fängt da immer wieder an zu brennen. Irgendwas geknallt. Ich weiß auch nicht, was hier immer heiß wird. Oh, ich weiß nicht, ob wir die Mission schaffen. Oh, oh. Ihr seht, ne? Ich verliere Leben. Und frag mich gerade, warum. Lal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 a. Vielleicht mehr Abstand, Geo? Das wäre doch mal eine Maßnahme. Schon wieder heiß. Verdammt. Das fängt immer wieder neu an zu brennen hier. Hilfe! Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Und ich hätte einen Hydrant anschließen sollen, ne? Wisst ihr das? Ich habe hier zu wenig Wasser. Ich hab jetzt so wenig Wasser. Ja, die Story-Mission hier in der U-Bahn ist gar nicht so einfach, ihr Lieben. Ich muss das Feuer hier ganz schön im Schach halten. Und die Fliegen halten mich ja auch im Schach, das ist gerade das Problem. Aber ganz gewaltig halten die mich hier im Schach. Und ich muss erstmal den richtigen Weg finden. Ja, Hilfe, ich komme ja. Hier drüben. Hier drüben.
ganz viel durchgearbeitet bis jetzt. Und ich werde immer wieder vom Feuer eingeschlossen. Als nicht gut aus, Leute, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich werde hier verkackern. Oh, wir brauchen Atemschutz. Wir müssen hier raus. Oh, 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 wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben, weil wir keinen Atemschutz haben. Oh. Wir werden sterben. Tolles Inventarsystem. Ja, toll. So. Okay. Dann nehmen wir mal die 3. Mal die 2. Auch nicht. Irgendwie ist das gerade doof. Leute, ich verkack hier. Das heißt, wir werden diese Mission nochmal von vorne machen müssen. Nützt ja alle nichts. Oder? Oder wie ist das? Dann suchen wir nochmal. Jetzt haben wir noch 4 Minuten Zeit. Nochmal einen Hydrant. Für die nächste Geschichte, wenn wir dann hier sind. Jetzt suchen wir mal einen Hydrant, ne? Jetzt haben wir ja die Zeit, wo wir gespeichert haben. Dim, 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 dim. Hier ist ein Gullideckel, das ist aber kein Hydrant. Das ist kein Hydrant. Hydranten zu finden. Ei. Ich finde auch hier keine Hydranten. Bin ich denn so doof? Scheint wohl so. Meins.
Wir machen einen Hydranten. Lalalala. Hier ist einer. Okay. Jetzt wissen wir auch, wo ein Hydrant ist. Ziemlich weit weg. Und näher dran? Ist denn keiner näher dran? Da muss auch einer näher dran sein. Ist aber nicht. Hier drüben. Lal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